Flüniki, Formel 1 Star Niki Lauda bietet für Fluglinie. Holt er sich jetzt sein Fliegerbaby zurück? Erst vor wenigen Wochen hat Ex-Formel 1 Star Niki Lauda, 68, sein offizielles Karriereende als RTL-Experte angekündigt. Nachdem der 86-Jährige seinen TV-Beruf an den Nagel gehängt hatte, suchte er sich nun offenbar ein nicht ganz neues Hobby. Niki soll seine ehemalige Fluglinie wiederhaben wollen. Wie eine Sprecherin des einstiegenden Rennfahrers jetzt laut Bild bestätigte, habe ein Angebot für die insolvente österreichische Niki Aelina abgegeben. 2003 hatte der gebürtige Wiener die Fluggesellschaft mit knapp 21 Flugzeugen als Tochtergesellschaft von Air Berlin gegründet und war 2011 selber aus dem Unternehmen ausgestiegen. Nachdem die Firma mit dem Marketingbruch Flüniki nicht von Lufthansa übernommen worden war, meldete sie sich insolvent. Neben der Lufthansa hatte sich auch die Billig-Aelina Renner als Bieter zurückgezogen, so dass mit seinem Gebot von noch unbekannter Höhe gute Chancen haben dürfte. Niki war jedoch nicht die erste Transportgesellschaft, die dem Ex-Sportler gehörte. Schon 1979 hatte der Österreicher die Lauda Air ins Leben gerufen, die nach einem schweren Absturz in den 90er Jahren jedoch von Austrian Airlines aufgekauft wurde. Wie findet ihr es, dass bald wieder Besitzer einer Fluggesellschaft sein könnte? Stimmt im Voting unter dem Artikel ab.